So, liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Castlevania. Und auf ein neues machen wir diesen Höhlengang. Diese Höhle, ja. Beim letzten Mal, ja, bin ich bei Frankenstein ja krepiert, versagt. Leider. Ich habe mich jetzt ein bisschen erstmal erholt. Um, ja, nicht mehr ganz so wütend zu sein, weil das war echt ärgerlich. So ganz knapp davor zu scheitern, und ich will nicht allzu viel fluchen in diesem Let's Play. Auch wenn es euch wahrscheinlich freut, wenn, ja, ich denke mal, einigen Zuschauern gefällt das, wenn andere Let's Player so richtig fluchen. Aber ich will halt nicht so in einem extremen Schreianfall hier losschreien. Nein, das will ich nicht. Das wäre richtig, ja, wie soll ich sagen, ärgerlich. Und okay. Ich, ja, mache jetzt hier eigentlich weiter. So, meine Lieblingsstelle. Meine Lieblingshassstelle. Und wo seid ihr? Da. Wisch, oh yeah. Ein Flohmann weg, zwei Flohmänner weg und noch einer weg. So, jetzt kommt... Ne, doch nicht von hinten? Okay. Wann kommt die von hinten? Gar nicht? Auch gut. So, zack, zack. So, du bist auch weg. Und du auch. Du machst dich auch vom Acker. Und du auch. Du auch. Und du bist auch die Geschichte. Und jetzt einfach wieder durchrennen. So, gut. Der Abschnitt ist ja eigentlich noch richtig leicht. Eigentlich. Das große Problem ist ja das, was sich Frankenstein schimpft. Nennt, wie auch immer. So, geh kaputt, weißer Drache. So, gut. Das war gekonnt ausgewichen, nenne ich mal. Das Fleisch hätte ich gar nicht gebraucht, finde ich. Egal. So, gut. Jetzt kommst du. Du bist richtig bescheuert. Du bist da so scheiße positioniert, dass ich dich in Stücke reißen könnte. Ja, toll. Die Hälfte meiner Energie ist wieder weg. Im Arsch, im Eimer. Okay. Was soll's. Probieren geht über ein Studieren. Ich muss nur sehr gut diesen Flohmann ausweichen können. Mehr muss ich gar nicht. Der ist am nervigsten bei diesem Boss. Weil er schießt Feuerbälle. Er ist nervig. Er ist winzig. Er ist... Oh Gott, ey. Ja, er ist... Oh Gott. So, gut. Gut, 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 gut. So. Na komm. Diesmal kann ich schaffen. Diesmal kann ich schaffen. Diesmal kann ich schaffen. Diesmal kann ich schaffen. Bitte, bitte, bitte. Sei gnädig. Bitte, sei gnädig. Bitte, sei gnädig. Ja! Gott ist gnädig mit mir. Ich habe Frankenstein besiegt. Ich habe Frankenstein besiegt. Ich habe es geschafft und ich bin gerade glücklich. Yeah. Oh, ihr könnt mir nicht glauben, wie glücklich ich gerade bin. Gut. Was kommt jetzt nochmal für eine Stage? Oh nein, jetzt kommt Tod, oder? Okay. Das kann auch spaßig werden. Jetzt muss ich da sein. Ja. Ich bin schon bald fertig. Wow. So, erstmal aufs Bildschirm, gut. Die Musik ist meine Lieblingsmusik in diesem Spiel. Die gefällt mir so sehr, dass ich, ja, das liegt wohl auch daran, weil ich diese Stage schon so sehr oft damals spielen durfte. Und darauf Virtual Console so sehr versagt habe. Und, oh Gott, ey. Dieses Level ist wirklich schwierig. Also vor allen Dingen zum Boss zu kommen, ist die reinste Herausforderung. Ich sehe gerade, ich habe ein Leben bekommen. Cool, okay. Das heißt, ich kann jetzt ruhig einmal sterben. Das macht nicht so viel aus. Und so. Gut, gut, gut. Hoch. Und zack. Und zack. Und zack. Gut, gut, gut. So. Und erstmal ein bisschen Geld einsammeln. So. Noch ein bisschen Geld. Warte mal, hier war doch irgendetwas. Ich glaube, hier. Yo. Power-Up. Oder Upgrade. Sekundärwaffen-Upgrade. Irgendwie sowas. Ich, weiß noch nicht mal, wozu dieses Upgrade überhaupt dient. Also, ich meine, ich sehe da keinen Unterschied. Es zieht noch, da war Roast Beef und ja, jetzt kriegt die zwei Kerzendaum nicht. Egal. Ich meine, es zieht genauso viel ab wie vorher auch bei den Bossen und bei allem. Es bringt nicht wirklich viel, finde ich.
Und ja, immerhin der. Oh nein, 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 nein. Du. Oh nein, Axtritter. Ach, du bist blöd. Moment, kann ich dich nicht aus dem Bildschirm irgendwie. Ja, weg bist du. Ach ja, ich liebe Sprite Limitations. So. Tief durchatmen. Puh, so. Okay, dich kriege ich nicht. So, zack, zack, zack. Da muss ich einfach nur draufhauen, draufhauen, draufhauen. Da hilft nichts anderes. Bis er kaputt geht. Na komm, schirp, gut. So, du schenkst mir noch ein Herz. Ganz toll. Mit einem Herz kann ich nicht wirklich viel anfangen. Obwohl, ich habe ein großes Herz. ja. Kann ich sonst noch irgendwie sowas zwischendurch für euch erzählen, damit es nicht allzu langweilig wird? Ja. Wie gesagt, das nächste Let's Play, was hiernach folgen wird, wird auf jeden Fall Castlevania Rondo of Blood. Na komm, 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 komm. Oh, scheiße, ich gehe hier hoch. Schnell, 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 gut. Hier befindet sich, glaube ich, Moment, ja. Upgrade 3. Und so, stirb. Gut, weg bist du. So, schnell, hopps. Ja, hier noch spiele ich Castlevania Rondo of Blood. Ein Spiel, was, ja, eigentlich an sich nie nach Europa kam oder überhaupt außerhalb Japans. Was es allerdings für die PSP mittlerweile als Remake gibt. Und ich bin tot. Scheiße. Und ich darf den ganzen Weg nochmal latschen. Geil. Ach Gott. Wie ich sowas liebe. So, gut. Ich drehe dich mal kurz aus dem Bildschirm. So, danke. So, dann kriege ich hier bestimmt Peitschen-Upgrade. Und für die PSP, für Castlevania Rondo of Blood, ich glaube, das kann ich auch erst in den Let's Play erzählen. Aber ich glaube, erstmal hier zu diesem Castlevania noch, zu dem ersten hier. Dieses Spiel ist, glaube ich, das Castlevania überhaupt, weil es hat wirklich sehr viele Ableger. Ich glaube, ich habe das schon mal in irgendeinem Spiel erwähnt. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, welchen. Oder habe ich das überhaupt? Ich bin gerade verwirrt. Egal. Auf jeden Fall, dieses Spiel hat sehr viele Ableger. Und zwar eines fürs... jetzt muss ich selber nochmal überlegen. Ja, das eine fürs MSX ist auch eine Konsole, die mir eigentlich so an sich nichts sagt. Und zwar ist dafür Vampire Killer erschienen. Auch, vom Aufbau her wie Castlevania 1 aufgebaut. Also Grafik eigentlich fast dieselbe. Irgendwie. Also man könnte sagen, das ist ein direkter Klon zu dem Spiel. Aber ist es nicht wirklich. Also die Levels sind dann doch noch ein bisschen umgebaut worden im Vergleich zu diesem Spiel. Also ein direkter Klon ist es auf jeden Fall nicht. Aber und wenn, es wäre ein Spiel von Konami und Konami darf sowas. Ja, was gibt's noch? Castlevania X86000 heißt es, glaube ich. Ja, eigentlich nur Castlevania genannt. Aber es ist für das X86000 erschienen, welche Konsole, ich glaube, so an sich keiner in Europa oder überhaupt im Westen kennt. Wurde dann später halt für die PlayStation umgesetzt und halt, ja, als Remake. Und gibt's halt auch für Europa, für die PlayStation 1, ja, sozusagen kommen wir Europäer dann auch in den Genuss dieses Spiels. Fürs MSX, ich bin echt am überlegen, gab's diese Konsole überhaupt in Europa, weil mir sagt das Ding überhaupt nichts. Ich habe diesen Teil auch bisher noch nicht gespielt, leider. Ich würde ihn gerne mal spielen, also den Castlevania MSX. Was gibt's noch? Genau, Haunted Castle, das, was ich hier vor kurzem Let's Played habe, so ein Kurz-Let's Play. Man könnte es wirklich als Let's Show ansehen, das für Arcade. Ist auch nach Castlevania 1 angesiedelt, oder an Castlevania, nicht nach. Geschichtlich ist es wirklich dasselbe. Alles, komischerweise, wobei es mir wirklich nicht so vorkommt. Aber es soll so sein. Na komm, Medusenköpfe, na geil, ich liebe euch nicht. Ah, geil. So, zack. Okay, das kann ich knicken. Scheiße. Das ist so scheiße. Das war's gleich schon. Ich bin sofort tot und dann kann ich vergessen, was ich getan hab. So, gut, ja. Kommen wir schon zum Boss.
Und ja, genau, ein Spiel habe ich noch vergessen, glaube ich, oder? Ja, genau, Super Castlevania 4 ist eigentlich das direkte Remake zu diesem Spiel. Mit natürlich mehr Levels. Ihr habt, sofern ihr schon etwas länger bei mir seid, das Let's Play wohl schon dazu gesehen. Wenn nicht, solltet ihr es auf jeden Fall noch nachholen. Und wusch, Tod ist scheiße. Tod ist richtig scheiße. Vor allem diese Sensen hier direkt, Gott, von einer Richtung, Na komm, 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 oh Gott, wenn ich das jetzt schaffe, ey, ich freue mich so einen Ast ab. Ey, Alter, na komm, 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 komm. Bitte, 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 yes! Yes! Auf Anhieb! Ah, geschafft! Geil! Okay, Leute. Im nächsten Video mache ich dann hier weiter. Ich mache erstmal wieder eine kurze Verschnaufpause. Bis gleich, auf Wiedersehen.